Vegane Ernährung ruft viele, sagen wir mal, Emotionen hervor. Erst recht, wenn es um die vegane Ernährung von Hunden geht. Mit diesen nicht immer positiven Emotionen geht eine ganze Portion Mystik und Geschwurbel einher. Es wird über die Abstammung des Hundes vom Wolf diskutiert, über die Relevanz der heiligen Proteine, über Ideologien, über Verbote. Es wird aber nicht über Wissenschaft gesprochen. Okay, der Vorwurf ist etwas unfair, denn ich habe ja in einem Video zur veganen Ernährung von Hunden vor ein paar Jahren selbst gesagt, dass wir damals nicht ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse hatten, um eine vegane Ernährung für Hunde uneingeschränkt empfehlen zu können. Zum Glück steht die Wissenschaft aber nicht still und es wurde in den letzten Jahren viel mehr dazu geforscht. Also verlassen wir mal den Dunst der Vermutungen und beantworten definitiv: Kann man Hunde vegan ernähren? Und falls ja, sollte man Hunde vegan ernähren? Als ich dieses Video hier geplant habe, hatte ich Kontakt mit Futter, dem Hersteller von veganem Hundefutter. Um einen kompletten Überblick über die Studienlage zu bekommen, war wirklich sehr, sehr viel Recherchearbeit nötig. Und deshalb habe ich Futter gefragt, ob sie das Video hier sponsern würden, auch wenn sie gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Futter hat ja gesagt und sieht das Video hier auch zum ersten Mal. Also, hi Futter, danke, dass ihr mir eine so aufwendige Produktion ermöglicht, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Jetzt würde ich als Zuschauerin ja denken, ja klar, ein Video über veganes Hundefutter, gesponsert von einem Hersteller von veganem Hundefutter, das ist ja Bias pur. Das ist mir klar. Und auch wenn ich sage, dass Futter keinen Einfluss auf den Inhalt hatte, ändert das nichts an dem Bias. Und genau deshalb habe ich alle genutzten Quellen verlinkt und ich werde die Ergebnisse der Studien hier in diesem Video ganz genau erklären. Es wird wirklich sehr, sehr viele Fakten geben, damit jede Frage rund um das Thema endgültig geklärt wird. Und so viele Fakten sind mit spannenden Bildern viel einfacher zu verdauen. Und das ist nur dank Futter möglich. Hört es euch an, checkt die Studien selber oder lest die Kommentare von Leuten, die es bestimmt tun werden. Es gibt noch einen speziellen Grund, weshalb ich ausgerechnet mit Futter zusammenarbeite. Um den zu verstehen, müssen wir aber erstmal Wissen ranschaffen. Und dafür fangen wir mit dem entscheidenden Organ an. Das hier ist der Darm eines Hundes. Und damit haben wir ein großes Problem. Von außen betrachtet sieht ein Hundedarm nicht danach aus, als wäre er darauf ausgelegt, Pflanzen zu verdauen. Tiere, die sich auf Pflanzen spezialisiert haben, besitzen nämlich irgendeine Art von Gärkammer. Während Fleisch und andere tierische Lebensmittel simpel durch ein bisschen Säure und ein paar Enzyme aufgespalten werden können, hat das Gras, von dem Rinder sich ernähren, eine vergleichsweise stabile Hülle aus Zellulose, die erstmal geknackt werden muss. Und deshalb haben alle echten Wiederkäuer, wie im Rinder, vier Mägen, die nach und nach die pflanzliche Nahrung aufschließen. Und auch das Wiederkäuen an sich dient dazu, angedauten Nahrungsbrei nochmal weiter aufzuschließen. Die Gazelle hier ist ebenfalls ein echter Wiederkäuer und macht's vor. Kauen, kauen, kauen und zack, kommt wieder was hoch. Dann gibt es andere Tiere, die keine vier Mägen haben und sich trotzdem von Pflanzen ernähren. Beispielsweise Nashörner und auch Kaninchen. Diese Tiere haben große Gärkammern, in denen die Zellulose über Zeit verdaut wird. Und genau mit diesem Mechanismus schaffen es auch Allesfresser, wie Schweine, pflanzliche Stoffe zu verdauen. Schweine haben in ihrem Dickdarm genug Platz, um pflanzliche Bestandteile gären zu lassen und sie dann im Anschluss fertig zu verdauen. Deshalb bekommen Schweine von Eicheln keine Bauchschmerzen. Bei Hunden fehlen diese Gärkammern. Bedeutet das jetzt, dass Hunde keine pflanzlichen Bestandteile verdauen können? Jein, es bedeutet, dass Hunde sehr schlecht darin sind, Zellulose aufzuschließen. Das sind wir Menschen übrigens auch. Lange waren diese Unterschiede in der groben Anatomie, also die Abwesenheit von Gärkammern, Grund genug zu sagen, Hunde können nicht vegan ernährt werden. Es ist ja aber gar nicht das Ziel, Hunde Gras fressen zu lassen. Was ist denn mit einfacher verfügbaren pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Hülsenfrüchten? Um wirklich sagen zu können, ob ein Hund vegan ernährt werden kann, brauchen wir genau zwei Informationen. Erstens, was für Nahrungsbausteine braucht ein Hund? Und zweitens, kann er diese aus pflanzlicher Nahrung bekommen? Dass ich hier durch den Wald laufe, ist übrigens nicht nur eine Metapher dafür, dass man bei den ganzen Argumenten rund um veganes Hundefutter mal schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, sondern es wird einen Payoff geben. Also wirklich, versprochen. Dein Ernst? Ich schwöre, das Waldsetting zahlt sich gleich aus. Also, jede Nahrung besteht überwiegend aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen.
Kohlenhydrate und Fette sind interessanterweise nie ein Thema bei Diskussionen um vegane Ernährung. Dass Kohlenhydrate beispielsweise aus einer Kartoffel und Fette aus einer Olive kommen können, das ist allgemeingültig akzeptiert. Und auch wie viel davon ein Hund so benötigt, das ist klar. Bei den Proteinen, da sieht es anders aus. Und hier setzt die meiste Skepsis gegenüber veganem Hundefutter an. Und das ist auch erstmal total verständlich. Denn herkömmliche Hundefutter werben seit Jahrzehnten mit einem hohen Fleischanteil als das wichtigste Qualitätskriterium. Und das zeigt Wirkung. In dieser Untersuchung gaben knapp ein Viertel von 3.300 befragten Menschen an, dass sie Hundefutter danach auswählen, ob es proteinreich ist. Und das hat dazu geführt, dass in Futtermitteln häufig viel zu viel Protein enthalten ist. Dabei sind zu viele Proteine gar nicht so cool, besonders für die Nieren. Weirder als der Fokus auf Proteine ist aber, dass wir bis zu dieser Übersichtsarbeit gar keine gesammelte Vorstellung davon hatten, wie die optimale Proteinzusammensetzung für Hunde überhaupt aussieht. Und diese Arbeit ist aus 2024, also aus diesem Jahr. Das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber ich muss es kurz erklären, weil es cool ist und damit ihr versteht, weshalb wir erst seit so kurzer Zeit wissen, wie viele Proteine ein Hund wirklich braucht. Proteine bestehen ja aus verschiedenen Aminosäuren. Und das sind die kleinen Bausteine, aus denen die großen Proteine zusammengesetzt werden. Und Aminosäuren enthalten sehr viel Stickstoff. Und deshalb hat man den Proteinbedarf lange über eine Stickstoffbilanz gemessen. Man hat also einem Hund Futter mit erst wenig und dann schrittweise immer mehr Aminosäuren gegeben und dann gemessen, wie viel Stickstoff ausgeschieden wird aus dem Hund. Da, wo die Balance erreicht wird, da hat der Körper genau so viele Aminosäuren, wie er benötigt. Das Problem ist jetzt, so ein Hundekörper, der passt sich an das an, was er bekommt und ist in der Lage, eine neutrale Stickstoffbilanz aufrechtzuerhalten, obwohl er zu wenig Aminosäuren bekommt. Einfach weil der Körper seinen Proteinbedarf temporär runterregeln kann. Weil die Stickstoffbilanz also sehr ungenau ist, wird heutzutage der Bedarf an jeder Aminosäure einzeln über isotopen angereicherte CO2-Level in der Ausatemluft gemessen. Und das ist so crazy, wie es klingt, und ein Grund mehr, Wissenschaft einfach zu lieben. Säugetiere sind in der Lage, fast alle Aminosäuren ineinander umzubauen. Es gibt aber spezielle Aminosäuren, die zwingend im Futter enthalten sein müssen. Und die nennt man essentiell. Und dank der modernen Tests wissen wir jetzt exakt, welche Aminosäuren für Hunde essentiell sind und wie viele sie davon brauchen. Wir haben jetzt unsere erste Frage beantwortet und wissen, was ein Hund braucht. Nämlich Kohlenhydrate, Fette und Proteine mit den richtigen Aminosäuren. Bleibt ja die Frage, kann er das aus Pflanzen überhaupt bekommen? Kohlenhydrate und Fette sind hier weiterhin unkritisch, siehe Kartoffeln und Oliven von vorhin. Aber was ist mit den Proteinen, beziehungsweise wie wir jetzt wissen, den essentiellen Aminosäuren? Eine Doktorarbeit aus 2023 hat sich angeschaut, wie die Verdaulichkeit der essentiellen Aminosäuren zweier veganer Hundefutter im Vergleich mit einem klassischen Hundefutter auf Hühnchenbasis war. Ergebnis? Alle drei Futtermittel lagen bei über 80%. Bedeutet, dass 80% der essentiellen Aminosäuren vom Hund verarbeitet wurden und 20% halt hinten wieder rauskamen. Auch die Gesamtverdaulichkeit über Kohlenhydrate, Fette und Proteine hinweg lag bei über 80% bei allen drei Futtern. Apropos Po, die Arbeit hat auch die Kotqualität bestimmt. Die war bei den veganen Futtermitteln tatsächlich besser. Das wurde gemessen, indem einen Monat lang der Kot von 12 Beagles gesammelt und ausgewertet wurde. An die Forschungsgruppe, danke für eure Arbeit. Das alles deckt sich mit dem Wissen, dass in Hülsenfrüchten Aminosäuren ausreichend zur Verfügung stehen. Und jetzt ist belegt, dass Hunde diese auch nutzbar machen können, gerade wenn man verschiedene Sorten Hülsenfrüchte in einem Futter hat. Als ich vorhin sagte, Nahrung besteht überwiegend aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, da fehlten ja noch die nicht überwiegenden Teile, Vitamine beispielsweise. Da sind besonders die Vitamine B12 und B9 im Fokus, weil diese in pflanzlicher Nahrung mangelhaft sein können. Eine systematische Analyse von 2023 hat sich die Studien angeschaut, in denen Vitamine von vegan ernährten Hunden gemessen wurden. Ergebnis? Es gibt keine Hinweise auf eine Mangelversorgung. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Bis hierhin ging es ja nur darum, ob Hunde aus veganem Hundefutter überhaupt rausbekommen, was sie brauchen. Die Antwort? Ja. Aber bleiben vegan ernährte Hunde langfristig gesund? Die systematische Untersuchung von gerade hat sich alle Studien angeschaut, bei denen vegan ernährte Hunde tierärztlich untersucht wurden. Inklusive eingehender Untersuchungen der Organe und Blutparameter. Ergebnis? Das Fell hat sich nicht verändert, Herzultraschall haben ergeben, dass das Herz gesund bleibt, alle Blutparameter blieben in der Norm und es gab keine Zunahme an Krankheiten. Lediglich der Urin von vegan ernährten Hunden ist leicht alkalischer, das führt aber zu keinen klinischen Problemen.
Vegan ernährte Hunde sind laut diesen Untersuchungen genauso gesund wie mit Fleisch ernährte Hunde. Man liest aber in der veganen Bubble recht häufig, dass vegan ernährte Hunde sogar gesünder seien. Diese Aussage hat ihren Ursprung in dieser Studie. Darin wurden über 2500 BesitzerInnen zum Gesundheitsstatus ihrer Hunde befragt. Mit einem Fragebogen. Also ja, 336 davon haben ihren Hund vegan ernährt und hatten nur Positives zu berichten. Aber diese Selbstauskunft, die ist einfach nicht so aussagekräftig wie von Tierärztinnen gemessene Gesundheitsparameter. Und deshalb bin ich kein Fan davon, diese spezielle Untersuchung überzubewerten. Es bleibt dabei, wir können definitiv sagen, dass vegan ernährte Hunde genauso gesund sind und bleiben wie mit Fleisch ernährte. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Achtung, wirklich wichtig. Diese ganzen Ergebnisse gelten für ausgewachsene, gesunde Hunde. Das bedeutet nicht, dass eine vegane Ernährung für Jungtiere oder für verschiedene Erkrankungen besonders schlecht ist, sondern dass wir hier weiterhin keine ausreichenden wissenschaftlichen Daten haben. Zumindest für Hunde mit einer Lebensmittelallergie kann eine vegane Ernährung super hilfreich sein, weil einfach die Proteinquelle wegfällt, auf die der Hund allergisch ist. Also haben wir definitiv geklärt, dass in Pflanzen alles drin ist, was Hunden an Nährstoff brauchen, dass sie die Nährstoffe aus pflanzlicher Nahrung rausbekommen und dass sie langfristig gesund bleiben. Bleibt noch, ob Hunde veganes Hundefutter überhaupt fressen wollen. Die Akzeptanz von veganem Hundefutter bei den Hunden war über alle Studien hinweg gut. Und ich muss sagen, dieser Punkt wundert mich gar nicht. Denn das Hauptargument gegen veganes Hundefutter lautet ja, aber der Hund, der stammt doch vom Wolf ab. Darauf antworte ich, ja genau, der Hund stammt vom Wolf ab. Und das lässt sich nirgendwo so schön erklären wie hier. Sind wir mal ehrlich, den allermeisten Hunden ist es komplett egal, was sie fressen. Es ist reine Gewöhnung an das, was wir Menschen ihnen geben. Denn Hunde leben seit mindestens 18.000 Jahren mit uns Menschen zusammen. Zusammen ist hier das wichtige Wort. Konrad Lorenz hat in den 1950er Jahren die These des kommensalen Aasfressers aufgestellt. Also frühe Menschen hatten eine Siedlung, Wölfe wurden durch Essensreste angelockt und die Menschen tolerierten sie, weil die Wölfe sie vor Säbelzahntigern und Co. warnten. Nette Theorie, aber heute einfach nicht mehr haltbar. Denn der Wolf wurde zu einer Zeit domestiziert, in der wir Menschen Nomaden waren. Heute gilt die Haustierhypothese als die wahrscheinlichste Erklärung. Frühe Menschen adoptierten Wolfswelpen, über viele Generationen wurden die freundlichsten Wölfe ausgewählt und es entstand eine Art Wolf, der sein Leben lang im Jugendstadium verharrt, nie zu spielen aufhört und vor allem nie scheu wird. Unsere Vorfahren sahen noch etwas anders aus als wir, aber sie hatten die gleichen Kerneigenschaften. Und eine sehr wichtige ist Fürsorge. Alles mit Kindchenschema wird von uns gemocht und umsorgt. Darauf sind wir evolutionär einfach gepolt. Hier in diesem Steinbruch wurde ein 14.000 Jahre altes Grab gefunden, in dem zwei Menschen zusammen begraben wurden. Dieses Doppelgrab von Oberkassel ist der älteste Beleg dafür, dass Menschen und Hunde eine enge Partnerschaft eingegangen sind. Nicht nur, dass sie zusammen begraben wurden, sondern auch, was wir am Skelett des Hundes gefunden haben. An den Zähnen konnten wir nämlich sehen, dass der Hund an Staupe litt. Das ist eine tödliche Viruserkrankung und dieser Hund litt mindestens 6 Wochen vor seinem Tod an dieser Krankheit. Es ist völlig unmöglich, dass der Hund diese Wochen überlebt hätte, ohne dass seine Menschen ihn gepflegt und aufgepäppelt hätten. Und das trotz schlimmster Symptome. Unsere Vorfahren haben hier einen tödlich kranken Hund versorgt und mit seinen Menschen begraben. Warum bleibst du stehen? Sind wir jetzt hier hochgelaufen und das ist das Ergebnis? Ich fand die Geschichte ganz berührend. Nicht dein Ernst, oder? Wo waren wir? Ach ja, wir Menschen sind mit Wölfen eine Partnerschaft eingegangen. Über viele tausend Jahre hat sich daraus der Hund entwickelt. Wie schnell sich Wölfe anpassen, hat mir Philipp Chaya erzählt. Er hat 5 Jahre mit einem halbwilden Rudel Wölfe gearbeitet und darüber den Bestseller Isegrim geschrieben. Hey Karim, rein theoretisch ist es möglich, einen Wolf, der in Gefangenschaft lebt, an Menschen zu gewöhnen. Ich durfte 5 Jahre lang einen Wolfsrudel in menschlicher Obhut begleiten, mit den Arbeiten, mir das Vertrauen erarbeiten der Tiere. Es war eine super tolle Zeit, ich will sie nicht missen. Und unsere Wölfe waren per Hand aufgezogen. Also sie wurden sehr früh im Welpenalter per Hundemilch, per Fütterung von Hundemilch an Menschen gewöhnt. Das hatte 2 Vorteile.
Die Tiere waren in einem Wildpark und im Wildpark gibt es natürlich Besucher und somit hatten die Tiere keinen Stress, wenn sie von den Besuchern beobachtet worden sind. Weil Wölfe sind sehr, sehr, sehr scheue Tiere, die meiden den Menschen, wo es nur können. Also Menschen bedeutet für die Gefahr und sehr, sehr viel Stress. Und Wölfe sind sehr empfindlich und Stress kann die Tiere krank machen. Punkt 2 waren tierärztliche Untersuchungen. Bei anderen Zootieren, wie zum Beispiel Großkatzen wie Tiger und Löwen, müssen die vorher betäubt werden, wenn sie, vom Tierarzt untersucht werden müssen. In unserem Fall war das nicht nötig, da die Tiere Menschen kannten und haben die Tierärzte relativ nah an sich angelassen. Also somit hatten die auch keinen Stress. Also damals konnten die Pfleger schon wieder die nächste Stressquelle vermeiden. Also es hatte Vorteile. Der Terminus schnell in dem Zusammenhang, wie schnell man einen Wolf in Gefangenschaft an Menschen gewöhnen kann, kann ich so nicht stehen lassen und finde ich auch sehr schwierig. Nach meiner Meinung dauert es ein ganzes Leben. Der Tierpfleger oder die Tierpflegerin muss sich ein ganzes Leben für diese Tiere aufopfern. Es braucht unfassbar viel Vertrauen, Respekt, Demut und Zeit, bis sich die Tiere wirklich vollends an den Menschen gewöhnen. Weil es sind Wildtiere, es sind keine Kuscheltiere, keine Haustiere, es sind aber keine Monster. Und das geht halt einfach nicht so schnell, zack, zack, und man hat hier einen zahmen Wolf. Das kann man nicht einfach so machen. Meine Erfahrung und jetzt in meinem Alter, wo ich bin, kann ich sagen, Wölfe haben nach meiner Meinung nach in menschlicher Obhut nichts verloren. Danke, Philipp. So, noch was zur Ernährung von Wölfen. Anders als wilde Wölfe haben Hunde gefressen, was wir Menschen gegessen haben. Und das war überwiegend kein Fleisch, sondern halt alles andere. Deshalb ist es wirklich wenig verwunderlich, dass Hunde nicht darauf angewiesen sind, Fleisch zu fressen, um mit einer veganen Ernährung so gut zurechtkommen, wie wir es vorhin geklärt haben. Und es erklärt, dass die Akzeptanz von veganem Hundefutter echt gut ist. Jetzt haben wir endgültig geklärt, dass veganes Hundefutter für Hunde gut geeignet ist. Man kann Hunde gut vegan ernähren. Aber sollte man das auch wirklich tun? Abseits der Hund gleich Wolf gleich Fleisch Argumentation hört man gegen vegane Ernährung häufig: Lass doch das Tier mit deiner Ideologie in Ruhe. Nur weil man sich als Mensch vegan ernährt, muss man das doch nicht den armen Hunden aufzwingen. Ich würde mir erlauben, das mal umzudrehen. Wir sollten Hunden nicht aufstülpen, dass sie unbedingt Fleisch fressen müssen. Wenn wir veganes Hundefutter auswählen, übertragen wir unsere urmenschlichen Ansichten auf den Hund. Mitgefühl und Fürsorge hat uns überhaupt erst ermöglicht, aus Wölfen unsere treuen Begleiter zu formen. Mit unserem heutigen Wissensstand ist es da meiner Meinung nach nur richtig, dieses Mitgefühl endlich auf alle Tiere zu übertragen. Aus meiner Erfahrung am Schlachthof und aus Gesprächen mit Futtermittelherstellern kann ich euch sagen, das Fleisch in herkömmlichem Hundefutter kommt nicht von Tieren, die für den Menschen geschlachtet würden. Der Markt ist so riesig und das Verlangen nach fettfreiem, reinem Muskelfleisch für Hunde so hoch, dass hierfür Millionen Tiere geschlachtet werden. Einfach um ein anderes Haustier zu füttern. Es gibt keine Rechtfertigung für Speziesismus. Wir können nicht im einen Tier einen Partner sehen und im anderen essen. Und das ist für mich mit Abstand der Hauptgrund für veganes Hundefutter. Die ganzen ökologischen Vorteile einer veganen Ernährung von Hunden, die kommen noch hinzu. Obwohl das wichtige Faktoren sind, möchte ich dem hier nicht mehr Raum geben, um nicht vom eigentlichen Argument abzulenken. Wenn euch das Thema interessiert, empfehle ich euch diese Studie aus 2023, die ausgerechnet hat, welche ökologischen Vorteile eine vegane Ernährung von Hunden hat. Vegane Ernährung ist für Hunde keinerlei Einschränkung, sondern ein tiermedizinisch gleichwertiger Ersatz zu fleischhaltigem Hundefutter. Nur ohne ethische Abgründe. Wenn euch dieses Video hier motiviert, eine vegane Ernährung für euren Hund auszuprobieren, dann folgende wichtige Warnung: Kocht nicht selber! Diese Untersuchung hier hat verschiedene vegetarische und vegane Rezepte für Hundefutter auf ihre Nährstoffe untersucht und herausgefunden, dass die Hunde damit nicht gut versorgt würden. Diese Untersuchung hier fand heraus, dass vegane Futtermittel, die ihre Proteine nur aus Kartoffeln beziehen, nicht genügend essentielle Aminosäuren haben. Das ist nicht so gut und lässt sich einfach umgehen, denn in Deutschland gibt es sogenannte Alleinfuttermittel. Wenn sich ein Hundefutter Alleinfuttermittel nennt, dann musste es nachweisen, dass alle wichtigen Inhaltsstoffe enthalten sind. Auch die vorhin genannten Vitamine sind dann ausreichend enthalten. Vielen Dank an Futter, die dieses Video möglich gemacht haben. Wie versprochen waren es sau viele Infos und mit diesen versteht ihr jetzt auch, warum ich ausgerechnet Futter als Partner ausgewählt habe. Alle Produkte von Futter werden nämlich von einem unabhängigen Institut auf alle Inhaltsstoffe kontrolliert und sind damit offiziell als Alleinfuttermittel zugelassen. Deshalb empfehle ich Futter. Wenn ihr es ausprobieren wollt, checkt mal das Probierpaket. Ich habe euch den Link ins Beschreibungsfeld gepackt. Peace!